Ist das geil. Borderlands 3. Angespielt bei 2K im Business Center. Das gesamte gecapturete Material, was wir euch jetzt zeigen, haben wir aufgenommen. Sehr gut geworden. Und wie wir Borderlands 3 fanden, das erzählen wir euch jetzt. Bevor wir anzocken konnten, haben wir noch eine kleine Präsentation von einem der Entwickler gesehen, der uns ein paar Neuerungen nochmal ins Herz gelegt hat. Unter anderem war das zum Beispiel, dass man jetzt auf 3 Planeten reisen kann mit der sogenannten Sanctuary, ist das richtig? Sanctuary 3, genau, das ist das Schiff. 3. 3. 3. Genau, genau. Also mit dem Ding kann man halt verschiedene Planeten bereisen. Level sind jetzt skalierbar, das heißt, wenn du mit einem Kollegen zusammen spielst, der 20 Level höher ist als du, dann wird das Level angepasst. Auch neu ist, dass man das Loot jetzt einstellen kann, dass man das für sich selber bekommt, also dass man halt zum Beispiel, wenn man online mit anderen spielt, sich nicht darum bettelt. Das kann man aber auch ausschalten, das war ganz wichtig, weil das macht ja auch Spaß, wenn man das mit Freunden zusammenspielt, ne? Und ja, wir konnten dann die Proving Grounds spielen, das ist auch das Material, was ihr jetzt sehen könnt. Das durften genau. Wir capturen und da erzählt der Christian euch jetzt mal ein bisschen. Ja, die Proving Grounds wurden, glaube ich, am Abend vorher vorgestellt, also am Montagabend. Auf der Gamescom Live. Genau. Das ist so eine Art, ja, wie soll man das nennen? Das ist nicht Challenge-Modus, würde ich das sagen. Genau. Loot-Challenge-Modus. Ja, es ist kein Wellenmodus in dem Sinne, man geht in, man kann da halt wohl verschiedene auswählen. Wir hatten jetzt nur einen zur Auswahl und da geht man halt in eine Arena rein und kriegt eine Horde von gegnerischen... Ja, von gegnerischen Gegnern kriegt man vorgelegt. Also wie gesagt, ja, verschiedene Räume. Wir waren jetzt auf Level 30 schon, wir konnten alle 4 Charaktere spielen und dann halt auch erstmal die Skilltrees skillen, ne? Also aussuchen, was wir spielen wollten. Wir haben verschiedene Charaktere gespielt, die sich unterschiedlich gespielt haben, merklich unterschiedlich gespielt haben. Und ja, dann sind wir von Raum zu Raum quasi und haben da Gegnerwellen niedergeschnetzelt. Zwischendurch gab es ein paar Kisten für Munition natürlich. Und dieses ganze Konzept soll es halt in mehrerer Verfassung geben, also mehrerer Aufmachungen. Es soll auch verschiedene Schwierigkeitsgrade noch geben, da wollte er dann aber jetzt noch nicht so viel zu sagen, als wir nachgefragt haben. Und ja, also je nachdem, wie viele Challenges man schafft, wir hatten da zum Beispiel so einen Gegner, der random spawnt in einem der Räume bis zum Endboss. Das war eine Challenge, dann halt das in einer bestimmten Zeit zu schaffen. Und je nachdem, wie viele von diesen Challenges man schafft, kriegt man dann halt am Ende in der dicken Kiste auch noch besseres Loot. Genau, also dieser ich sag mal, Schatzgoblin von Diablo. Ja, war, so ungefähr. Er leuchtet auch ein bisschen, aber halt so spektralblau. Ja. In dem Level jetzt zumindest, was wir gespielt haben. Ja, das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht, weil man halt auch einfach schön, sie hatten sehr bewusst alle Arten von Charakteren da. Also du hattest welche, die feuerresistent waren, welche, die säureresistent waren. Und da konntest du sehr schön mit deinen Waffen spielen. Wir konnten die Skills wirklich gut ausprobieren. Also ich habe zum Beispiel den Beastmaster gespielt. Der hat so ein zweigeteiltes Skillsystem. Einmal hat der quasi ein Pet, was die ganze Zeit bei ihm ist. Ich hatte da so eine Spinne, die die Feuerangriffe gemacht hat. Und dann konnte ich noch so Fledermäuse schießen. Also die Spinne war permanent bei mir und die Fledermäuse hatten halt einen Cooldown. Und das war ganz geil, weil es so eine Mischung aus Angriff und Verteidigung war. Ja. Dann habe ich noch den Mac gespielt, aber da kannst du, glaube ich, auch noch mehr sagen, weil du hast ihn auch noch gespielt. Ja, genau. Der Mac kann sein Leben quasi opfern, also permanent opfern für ein größeres Schild und macht dadurch auch irgendwie mehr Schaden. Ganz viele verschiedene, das ist ja, jeder Held hat da 3 Skillpunkte, wie man das Skilltrees, wie genau, man das halt auch kennt. Aber was wir ganz, ganz wichtig, was wir auf jeden Fall erwähnen müssen, das Gunplay von Borderlands 3 hat nochmal richtig heftig zugelegt. Die Waffen fühlen sich unfassbar wuchtig an, das ist fast schon auf einem Destiny-Level, also wirklich nahezu perfekt. Und Leute, wir haben 3-4 Runden insgesamt gespielt. Das hat richtig heftig Bock gemacht. Also ich muss sagen, ich mag Borderlands, mochte ich vorher auch schon. Aber ich hätte nicht gedacht, dass die da nochmal so eine krasse Schippe drauflegen können. Mein Gesamteindruck, ich habe dann auch die Sirene nochmal gespielt und was gab's noch? Diesen Hunter? Den hatte ich ja, den Beastmaster. Und dann Nein, es gibt auch noch diesen Gunner-Typen. Den Soldaten quasi. Der ist sehr angelehnt an den Soldaten aus Borderlands 1. Ja. Den haben wir jetzt beide nicht gespielt. Ja. Aufgenommen haben wir auch nur... Den Beastmaster und ich halt, wie hieß der mit dem... Die Frau in dem Mac. Genau. Alles in allem, Leute, keine Ahnung, was wir dazu noch sagen sollen. Das hat mega Bock gemacht. Wir hätten den ganzen Abend weiterzocken können. Wir waren 3 Stunden da, mit ein paar kleineren Pausen zwischen Präsentationen, Anspielen und dann halt auch aufnehmen beim Anspielen. Und wir haben mega Bock, Leute. Also wir haben uns sehr lange mit denen unterhalten. Die wollten uns eigentlich auch rausschmeißen. Wir haben dann noch 5 Minuten rausgeholt. Also dickes Plus, das ist bisher mein Highlight. Wir haben noch nicht alles gesehen, aber bisher ist das auf jeden Fall mein Highlight. Cyberpunk kommt noch, aber ja, für mich war es auch ein Highlight, weil was ganz wichtig für mich ist, ich hatte damals super viel Spaß mit der Story von Borderlands 2, aber so, ich hatte das Gefühl, Endgame-Content fehlt.
Und genau mit solchen Kleinigkeiten, ich meine, es ist ja nichts Großes, aber mit solchen random Dingern kannst du halt den Endgame-Content kreieren. Und dass du dann am Ende immer eine geile Waffe kriegst, das könnte richtig Spaß machen. Und das kannst du auch mal alleine machen. Wenn, oh, meine Jungs brauchen noch ein paar Minuten, spiele ich halt mal eben kurz einmal so ein Guter Punkt. So, super. Also wirklich eine coole Sache. Ich habe mega Bock. Also ich hatte vorher mega Bock und ich habe noch mehr Bock jetzt. Also Fazit, Borderlands 3 mega geil, Proving Grounds eine mega gute Neuerung und Gunplay richtig heftig geworden und mehr bleibt eigentlich nicht zu sagen. Now you will be tested. Wenn ihr Bock habt, noch weitere Videos von uns zu gucken, dann guckt hier unten. Wir waren vorgestern bei Kojima und haben uns Death Stranding angeguckt und gestern bei Ubisoft und haben da die neuen Spiele gesehen. Das war auch sehr witzig. Schaut mal rein.